Oh mein Gott. Nein. 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 Okay. Ja. Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Herzlich willkommen zurück zur Formel 1. Heute mit der legendären Strecke Spa-Francorchamps. Auf geht's. Durch die Ardennen-Achterbahn. Kurve 1. Hm? Die Frage letztens kam auf, warum ich mich so oft verbremse. Die Antwort ist ganz einfach. Weil die Bremsen in diesem Spiel so sind. Selbst ein Charles Leclerc ist dann irgendwann mit ABS gefahren. Bei diesen ganzen Events. Also scheint der auch nicht allzu überzeugt gewesen zu sein. Und wir sind das schnellste Auto nach Sektor 1. Das kommt nicht irgendwo her, by the way. Auch nicht nur, weil das Auto auf der Geraden schnell ist. Das ist der Racing Point schon die ganze Saison. P2. Ja, in diesem Spiel, by the way, auf dieser Strecke mit genau diesem Fahrzeug, mit ausgeglichener Performance wohlbemerkt, habe ich auch die wahrscheinlich legendärsten Erinnerungen in meinem Leben gemacht, so ziemlich. Nein. Und habe es jetzt versiebt. So, let's go, push. So, sechster Platz. Auf geht's. Komm schon, mehr als 3,30 muss doch drin sein. P6 ist okay. Ohne den Fehler wäre es P3 oder so. Ja, wir sind 2 Zehntel hinter Sergio Perez. Das hätten wir durchaus schaffen können. Wie gesagt, ich habe es einfach leider versiebt. Wir sind auch nur knapp hinter Ferrari und das Fahrzeug ist unfassbar stark. Wir sind nach Mercedes aktuell das stärkste Fahrzeug im Feld. Spricht auch, by the way, gerade dafür, dass Perez einfach super krass ist, weil er Bottas besiegt hat. Und in der WM sind wir nur einen Punkt voneinander entfernt. Auch weil Perez zuletzt Pech hatte. Aber trotzdem passt schon. 47 Punkte Vorsprung zu Red Bull, 140 Punkte Rückstand zu Ferrari. Und jetzt gucken wir nochmal ganz kurz auf die Upgrades. Wir hatten ja 6 Performance-Upgrades in der Pipeline. Die Zuverlässigkeits-Upgrades zähle ich mal nicht dazu. Und wir haben Ferrari und Red Bull überholt, weil nur ein Upgrade schiefgegangen ist. Das lassen wir dann jetzt auch einfach mal so und werden beim nächsten Entwicklungszeitraum das machen. Aber wir haben mitgeteilt bekommen, dass wir jetzt schon wieder eine neue Regelung haben. Deswegen werde ich da erstmal nichts investieren und wir gucken, wie das Rennen läuft. So, gucken wir, wie es läuft. Wir haben später auch Regen im Rennen, deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen. Auf geht's zum Rennstart und irgendwann muss ich nochmal gucken, ob genug Festplattenspeicher da ist. Aber jetzt erstmal Rennstart, Digi. Da habe ich auch schon den realen Latifi überholt. Da ist das nur eine kleine Übung. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Valtteri Bottas wird komplett gestopft und Perez, Perez, Führung. Wir haben relativ spät abends, deswegen bin ich ein bisschen leise. Oh, Alter, 3 wide. Leute, was? Wir sind auf P1 und 3. Oh mein Gott. Ja, ich bin happy, dass ich hier auf der Geraden vor Sebastian Vettel bleiben kann. Also, der hat hier keine Überholchance. Und nach Sektor 2 hatten wir gerade 1,8 Rückstand zu Hamilton und jetzt wieder 1,8. Ich glaube, der wird doch gleich mit Perez ein bisschen fighten. Die ersten 1,5-2 Runden sind aber auch bald durch, auch wenn ich jetzt im Mittelsektor Zeit verlieren werde, weil da ist die KI einfach schneller als ich. Glaube ich, dass wir insgesamt von der Pace her gut mithalten können, weil diese ersten 1-2 Runden, die sind dann gleich fertig. Und dann pacen die jetzt nicht mehr so krass durch, sondern wir kommen dann gut voran. Und außerdem wird hoffentlich Hamilton dann gegen Perez fighten, der jetzt, glaube ich, schon innen ein bisschen verteidigt hat. Mal gucken, wie es jetzt in Sektor 2 sich entwickelt. Ich wette, ich habe so trotzdem 4-5 Zehntel liegen lassen. So, nach Stavlo. Geiler Name, by the way. Nach wie vor haben wir eine halbe Sekunde Rückstand. Extra. Egal, keep pushing. Oh mein Gott, aber Vettel ist jetzt dran. Bleib mal dahinter, Sepp. Trust me. Ehrenmann. Eine Runde später, Sebastian Vettel kann auch mit DRS nicht angreifen, obwohl ich keins habe. Und mein Abstand zu Hamilton ist nur um eine Zehntel größer geworden.
Das ist alles gut. Also gemessen immer nach Sektor 1. Alles sehr, sehr gut und wir halten uns hier gerade sehr gut. 20 Minuten lang wird es wohl nicht regnen, weil er hat gerade gesagt, klarer Himmel. Auch wenn es hier doch schon ein bisschen bewölkt ist. Oh, gelb. Aber hinter uns. Auch hinter den Red Bull. Oh, ein bisschen weit rausgekommen. Und Sebastian Vettel nutzt direkt die Chance. Ja, vielleicht ist es für mich auch eine Chance. Am Ferrari dranbleiben, DRS nutzen. Vielleicht ein bisschen die Elektrobatterie hier sparen. Wieder laden und möglicherweise können wir uns auch an Sergio und Lewis rankämpfen. Mal schauen. Sepp gibt Pushing und Valtteri probiert es jetzt auch. Nö, lass mal lieber. Oh mein Gott. Nein. 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 Okay. Ja. Ja, ist nicht sehr. Oh mein Gott. Alter, what? Okay, alles klar. Okay. Wild. Hamilton. Oh nein, jetzt ist Vettel dran an Perez. Aber gut ist, dass ich auch dran bin. Ja, Lewis Hamilton ist raus. Dicht. Sergio Perez, nice one. Der Rocket Ship gegen der Rocket Ship vorne. Und Sebastian Vettel kann sich vielleicht hier durchsetzen. Sergio aktuell noch mit der schnellsten Rennrunde. Boah, er overshootet auch ein bisschen Sepp, aber er setzt sich hier durch. Aber ich denke mal, Sergio kann auf jeden Fall nochmal kontern. Also Regen jetzt mittlerweile in 10 Minuten angekündigt. Eben waren es noch 15, also vielleicht könnte man hier nochmal in Runde 8 reingehen und die Softreifen aufziehen. Ich hoffe eigentlich darauf, dass wir definitiv nochmal die Inters rausholen müssen. Oh, beide bleiben draußen. Box, 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 Box. Okay, mal gucken, wie das jetzt weitergeht. Charles Leclerc auch an der Box. Hallo Charles, Dave is quick. Oh Mann, ey. Direkt Verkehr vor der Nase. Gar nicht gut. Ja gut, das wird für mich jetzt eine komplette Cooldown-Lap. ERS sparen, Sprit sparen. Im dritten Sektor brauche ich eigentlich auch nicht anzugreifen, weil die gehen gleich eh an die Box. Schaut mal, wie ich auf dem niedrigsten Modus gerade am Renault dranbleibe. Es ist verrückt. Okay, let's go. Wir greifen doch nochmal kurz an. Teamkollege an der Box. Ja, ich bleibe erstmal dahinter. Einer der Renault wird draußen bleiben. Vielleicht kann der mir aber auch DRS geben für die lange Gerade gleich. Okay, Ricardo ist es nicht. Der wird nämlich sich hinter mir einordnen. So, auf geht's. Wir haben jetzt Medium-Reifen drauf. Und ich habe jetzt Softs. Und zwar so frische, wie sie hier vorne noch keine hatte. Weil die hatten alle eine Quali-Runde drauf und die sind jetzt completely fresh. Und ich habe auch sogar noch einen Klick mehr Frontflügel. Also schnellste Runde will ich mindestens holen jetzt damit. Oh, und es wird dunkel. Okay, nice. Also dann wird mir die schnellste Runde auch niemand. Dann wird mir die schnellste Runde auch niemand mehr wegnehmen. Und jetzt fighten die vorne. Nice. Keep pushing. Sergio. Keep pushing. Die fighten ja immer noch. Geiler Typ, du. Weiter so. Da habe ich im letzten Sektor vielleicht sogar noch Windschatten. Fighten immer noch. Alter. Oh mein Gott. Ja, alles, was ich davor verloren habe, jetzt hinter den Renault. Direkt wieder gewonnen. Nice one. Let's get it started, boys and girls. Let's go. Wir sind dran an Sergio Perez. Vettel ist gerade auf die Spitzenposition gefahren. Ah, wir sind weit rausgekommen. So, jetzt ran an Sergio. Iiiiiii. Auto ein bisschen wild. 0,9 Sekunden schneller. Also wenn es so weitergeht, fahren wir eine 45er und das wird wahrscheinlich die einzige im Rennen sein. Bestzeit bis jetzt eine 46,5 von Vettel. Auf den Mediums dürften die auch niedrige 46er jetzt, glaube ich, erreichen vielleicht, aber mal gucken. Wir sind dran. Schnellste Runde ist da. Ja, und ich denke mal, Perez wird jetzt mit Leichtigkeit vorbeiziehen. 45,6. Starke Runde. Und ich bleibe jetzt erstmal dran für eine Runde. Und dann, wenn wir ein bisschen die Batterie geladen haben, dann greifen wir an.
Let's go, Leute. Wir haben zwar nicht viel mehr Energie jetzt angehäuft, aber Rocket Ship Engine regelt eigentlich. Sergio hat auch DRS, was uns jetzt nicht wirklich einen Vorteil bringt. Aber wir können, glaube ich, beide jetzt an Vettel vorbei. Oh mein Gott. Uiuiui. Ui, ui. Und wir bleiben dran an Sergio. Sehr schön. P1, P2, Alter. Oh Gott. Es fängt an zu regnen. Es fängt an zu regnen. Oh oh. Wild. Wir gehen davon aus, dass in 15 Minuten Starkregen einsetzt. Okay, ich sag das einfach so genauso entspannt weiter. Ich habe jetzt auch DRS von Sergio Perez, während Sebastian Vettel jetzt wirklich den Anschluss verliert. Also es scheint ganz gut zu laufen jetzt hier für die Racing Points. Während es bei Ferrari gar nicht läuft. Und Sepp, wenn es so weitergeht, außerhalb des DRS-Fensters. Der Theorie nach müssten meine Reifen jetzt eigentlich am besten funktionieren, weil Softs somit am meisten noch die Temperatur drin halten. Aber Theorie ist hier gerade egal, wir müssen hier in der Praxis gut abliefern. Oh mein Gott, Alter, was war das denn? Holy moly. Ja, der Rückstand zu Perez wird leider größer. Also, ich kann da, egal was ich mache, einfach die Saison nicht ganz mithalten, leider. Es ist meine Rookie-Saison in diesem Spiel, das ist okay. It's okay, it's okay, it's okay. Ich will auf jeden Fall auf den Inters, aber A, zum richtigen Zeitpunkt sein. Vielleicht am Ende dieser Runde schon. Und B, natürlich auch schneller sein als Perez. Come on. Ja, wir haben gerade ein bisschen einen kleinen Struggle mit den Reifen. Das Ding ist halt, eigentlich funktionieren die Reifen noch. Boah, Alter. Ja, in den, vielleicht war es jetzt in der letzten Kurve soweit, auf Inters zu wechseln. Aber es geht sogar noch. Also einlenken und so geht noch. Ich hoffe, am Ende der Runde ist es noch nicht nass genug für Inters. Für die KI. Weil ich werde auf jeden Fall in diese Runde reingehen. Wir glauben, dass wir eine Ach Mann. Nein. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Bitte. Er ist angekommen. Bestätige. Eieieiei. Ja, das könnte eventuell jetzt auch einfach besiegeln, dass ich auch nicht P2 werde. Ja, ich hätte aber auch nicht in der letzten Runde reingehen können, weil sonst wäre ich eine Runde zu früh drin gewesen und das hätte mir das Genick gebrochen. Beziehungsweise zwei Drittel Runden zu früh. Das wäre nicht gut gelaufen. Jetzt ist die Frage, geht Sergio auch in dieser Runde rein? Wenn ja, dann gewinne ich das definitiv nicht. Dann werde ich auch wahrscheinlich nicht Zweiter. Sergio ist in der Boxengasse. Sergio kommt an die Box. Ja, weil Sebastian Vettel wird jetzt easy vorbeiziehen. Schade. Oh, ich muss hier so lange warten. Komm schon, lass mich doch raus. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, P3. Schade. Der Rückstand zu Vettel wird auch immer größer. Und schade, der ist jetzt noch 2,5 Sekunden hinter mir. Ich hoffe halt wirklich noch auf dem Podium, ey. Das wäre cool, mit Sergio Perez auf dem Podium stehen zu können, aber mal schauen. Wir haben noch eine letzte Runde und Charles Leclerc ist dran. Puh. Das wird jetzt unangenehm. Mal schauen, wie wir uns gegen den Ferrari verteidigen können. Verteidiger Ferrarien können, ja. So, auf geht's. Halbe Sekunde. 9,4 nach vorne. Ja, ich find's halt irgendwie so weird. Also ich bremse ja auch teilweise schon. Ich bremse teilweise schon ultimativ vorsichtig an und trotzdem blockieren dir die Bremsen, ob im Regen oder im Trockenen. Ultimativ. Also ich kann die Formel 1-Fahrer da verstehen, dass sie da ABS aktiviert haben. Ich muss tatsächlich sagen, so jetzt beim Wiederspielen von F1 2019, das ist definitiv der schwächste Teil von den dreien, die wir bis jetzt gespielt haben. Und ich würde vermuten, dass F1 2020 auch wieder deutlich besser wird.
Aber es hat definitiv Probleme beim Bremsen. Aus langsamen Kurven heraus. Auch hier und da ein bisschen schwabbelig. Ist abfangbar, aber trotzdem schwabbelig. Nicht ganz so grippy wie F1 2018 oder 17 gar. Und du hast vor allem auch aus in den schnellen Kurven super wenig Grip. Also das Auto untersteuert wie Hölle. Was halt F1 2019 mit Abstand noch für mich erträglicher macht, angenehmer macht als F1 2021 und 22 ist, dass du jetzt nicht so einen krassen Snap bekommst und du bist dann komplett weg. So, das kann natürlich theoretisch auch passieren, ja, wenn du ganz schief liegst. Aber es passiert jetzt nicht out of the blue, so aus dem Nichts einfach. Und das ist das, was jetzt F1 2019 für mich noch deutlich angenehmer macht und was es heute jetzt sehr angenehm macht, ist, dass wir als Team zwei Podiumsplätze holen und auch wenn ich gerne auch ganz oben gestanden hätte, die Pace war heute leider wieder nicht ganz da, vor allem im Regen dann, und Sergio gewinnt. Das ist geil. Und das ist ein richtig krasses Ergebnis, also die Top 4 sowieso crazy. Gut, die Ferrari jetzt vielleicht nicht so überraschend, aber wir, ja, what the hell. Dann Valtteri Bottas, Alex Albon, Hülkenberg, Norris, Giovinazzi und Gasly. Verstappen nicht in den Punkten. Krass. Und in der WM ist jetzt Charles Leclerc nur noch 50 Punkte hinten dran. Also es ist noch eine Menge. Aber er knabbert sich so nach und nach ran an Lewis Hamilton und Sebastian Vettel mit 25 weiteren Punkten dahinter. Dann Valtteri Bottas, Sergio Perez jetzt 10 Punkte vor mir. Das ist natürlich relativ deutlich mittlerweile. Die schnellste Runde habe ich mir durch die Strategie geholt. Das ist gut. 80 Punkte Vorsprung haben wir zu Red Bull. Nach vorne geht nichts mehr. Und an der Stelle bedanke ich mich vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß, werte Damen und Herren. Wenn ihr so ist, lasst gerne Daumen nach oben da. Gerne Abo raushauen. Beim nächsten Mal wieder dabei sein. Bis zum nächsten Mal.